Der Sarkophag hat mich vor den herumfliegenden Trümmerteilen geschützt. Ein Hoch auf altägyptische Handwerkskunst. Constable Oliver, er ist ganz auf das Loch im Boden konzentriert. Solange ich mich leise verhalte, wird er mich nicht bemerken. Solange ich... Er ist da oben, Robert. Ich weiß es. Das mag alles sein. Gehen Sie in den Wachraum und öffnen Sie die Tore. Sagen Sie es dem Direktor. Zellner, tun Sie es nicht. Es ist zu gefährlich. Ich habe alles unter Kontrolle. Sorry, Constable. Er ist K.O. In ein paar Minuten wird er mit Kopfschmerzen zu sich kommen. Es ging nicht anders. Das ist das Gegenteil eines cleveren Einbruchs. Inch muss beschlossen haben, den brachialen Weg zu gehen, sobald ihm klar wurde, dass er sich auf mich nicht verlassen kann. Ich sollte bei der Explosion umkommen und den Sündenbock spielen. Alles zerstört. Jahrhunderte alte Kunstgegenstände. Inch ist nichts heilig. Wie war das alles möglich? Wie haben Sie im Zug die Nachricht auf den Tresor gelegt? Woher wussten Sie, dass Gebhard die Baronin ermordet hatte? Und die Sprengladung unter der Schatzkammer? Wie konnten Sie all das schaffen? Selbst wenn Ihr Arm nicht taub ist? Oh, er ist es, glauben Sie mir. Ich brauchte in der Tat Hilfe. Einen Laufburschen, der Beine und Arme für mich ersetzte. Ein Laufburschen? Ah, Adil. Das verspricht interessant zu werden. Er ist sehr talentiert, aber auch unzuverlässig. Er hat seinen eigenen Kopf, eigene Pläne. Nicht wahr, Adil? Ich wollte nie, dass Blut vergossen wird. Aber es ist Zeit für eine Ausnahme. Dabei hat er nur eine Sache nicht bedacht. Ich habe hier die Fäden in der Hand. Immer. Ende der Geschichte. Nein! Dummer kleiner Polizist. Hätte sich nicht mit dem Raben anlegen sollen. Sie sind nicht der Rabe. Der Rabe hätte niemals einen wehrlosen alten Mann erschossen. Nein, hätte er nicht. Aber jetzt hat er es getan. Zumindest werden das alle glauben. Was soll das alles? Wer sind Sie? Wir haben für ihn gearbeitet. Für den Raben. Mein Bruder und ich. Er ist dafür verantwortlich, dass mein Bruder erschossen und mir der Arm zertrümmert wurde. Er hat uns geopfert. Wer ist der Rabe? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn niemals getroffen. Und ich konnte ihn in all den Jahren nicht aufspüren. Sie wissen nicht, für wen Sie gearbeitet haben? Niemand kennt den Raben. Einige sagen, er sei tot. Tatsache ist, dass er nach der Nacht in Paris nie wieder in Erscheinung getreten ist. Sie wollen ihn also aus seinem Versteck locken? Wenn es etwas kann, dann der Diebstahl des Jahrhunderts. Durchgeführt von einem anderen in seinem Namen. Aber er ist nicht gekommen. Ich habe meine Rache trotzdem bekommen. Der Gentleman-Dieb als Bombenleger und Mörder. Oh, ich hoffe, dass er noch unter uns weilt und sieht, wie ich sein Lebenswerk zerstöre. So wie er meins zerstört hat. Genug geplaudert. Ich werde euch nun verlassen. Aber... Deine kleine Freundin ist entwischt. Und wenn ich schon nicht alle Zeugen ausschalten kann, dann kann ich zumindest eure Glaubwürdigkeit zerstören. Warum hast du bloß den armen Wachtmeister Zellner erschossen, Junge? Dafür wird man dich und deine Komplizen hängen. Du hast deinen Meister gefunden, Rabe. Hörst du? Wo immer du sein magst. Ich habe dich besiegt. Guten Abend, Mr. Inch. Die Augen der Sphinx, wenn Sie so freundlich wären. Sie? Das ist unmöglich. Die Steine. Sofort. Inch, keine Bewegung. Sie sind verhaftet. Ach. Ah!
Ein Meisterdieb, der zwei billige Glassteine stahl und in den Tod stürzte. Ein Schuss, den niemand zuordnen konnte. Doch worüber die Zeitungen am meisten schrieben, waren die echten Steine. Die Augen der Sphinx, wieder vereint im Ägyptischen Museum. Was wird hier eigentlich gespielt? Das Spiel des Raben. Immerhin haben sie ihn erwischt. Schon wieder. Ich habe die Überraschung und die Wut in Inchs Augen gesehen. Er hatte seinen Meister gefunden. Sie meinen doch nicht... Erst wollte man uns Gebhardt unterschieben, jetzt sollen wir glauben, dass es Inch war. Er ist immer noch da draußen. Aber wer ist denn nun der Rabe? Hallo, schöner Mann. Hallo, schöne Frau. Nicht. Mein Vater wird jeden Augenblick hier sein. Hast du ihm von unserer Verlobung erzählt? Hat sie. Fast wäre ich aus der Rolle gefallen. Ach, Papa. Wir wissen, dass das niemals passiert. Du warst Jakob Anton Zellner. Auch wenn die Welt untergegangen wäre. Lief nicht schlecht, oder? Naja, Inch hätte uns fast in die Luft gejagt und ich wäre beinahe des Mordes angeklagt worden. Ach ja, war es nicht aufregend? Seit ich im Ruhestand bin, hatte ich nicht mehr so viel Spaß. Dr. Gebhardt hätte dich beinahe umgebracht. Mit dem Doktor konnte niemand rechnen. Immerhin konnten wir die Sache schnell aufklären. Mir wäre es lieber gewesen, wenn alles beim alten Plan geblieben wäre. Wir hätten den Stein an Bord ausgetauscht und Alex hätte sich nicht von Inch entführen lassen müssen. Und mir wäre es lieber gewesen, du hättest mir keins über den Schädel gezogen. Und was wäre dann deine Ausrede gewesen, warum du an Bord geblieben bist? Improvisation. Naja. Ich hatte Angst, Inch würde bemerken, dass du eine schusssichere Weste trägst. Er war sich zu sicher. Nachdem er vermeintlich euren Plan enthüllt hatte, dachte er, er hätte alles unter Kontrolle. Er hat sich den Smaragd aus der Vitrine nie genau angesehen. Er war einfach davon ausgegangen, dass in der Schweiz der echte Stein auf Reisen geschickt wurde. Und nach meiner kleinen Rempelei mit Inch waren beide Steine in unserem Besitz. Er hat das halbe Museum in die Luft gejagt, nur um eine Triplette zu stehlen. Er war schon immer grob und unverschämt. Ich hätte nie mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Seine Extratouren haben seinem Bruder das Leben gekostet. Und ihn auch. Mir wäre er im Gefängnis lieber als im Leichenschauhaus. Er hätte sich nicht mit dem Raben anlegen sollen. Auf deinen Ruhestand. Auf die Zukunft. Na also. Lieber Nico, der Rabe ist tot. Andere Verbrecher sind am Leben. Und sie sind brutaler und rücksichtsloser, als er es jemals war. Wer soll sie stoppen? Es wäre tragisch, wenn ein guter Polizist es nicht tun würde, weil er stattdessen einen Toten jagt und sich selber dabei zugrunde richtet. Tote soll man ruhen lassen. Sie kommen nicht zurück. R.